Die BR-Volleys starteten nach 4 Bundesligaspielen nun auch in die internationale Saison. Im zweithöchsten europäischen Wettbewerb, dem CEV Cup, waren die Zyprer Anorthosis Famagusta zu Gast, das erfolgreichste zyprische Team, 20-mal Meister, zuletzt 5-mal in Folge. Die bislang geringe Erfahrung mit Mannschaften aus Zypern machte die Einschätzung schwer, was die Berliner im Hinspiel in der Sömmeringhalle erwarten sollte. Die Gäste in Blau-Weiß mutig und elanvoll zu Beginn. Die Berlin Recycling Volleys mussten sich bei 2:4 im ersten Satz zunächst noch finden. Wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme, brauchten ein bisschen, um einzufinden, weil doch wieder viele Spiele letzte Woche waren und wir halt viel trainiert haben und daher war der Anfang ein bisschen schwer. Die Gastgeber begannen ungeordnet, die Gäste dafür mit flüssigen und zielführenden Kombinationen. Das 3:5, ein Warnsignal. Wenn man sie spielen lässt, dann wird es gefährlich und dann können sie auch gut spielen. Und sobald wir aber anfangen, wirklich Druck zu machen, Aufschlag und wirklich uns konzentrieren und die Sachen machen, die wir uns vorgenommen haben, dann wird es auch eine einfache Sache. Und je länger der erste Satz dauerte, desto einfacher und vor allem besser wurde die Sache dann. Skach auf Felix Fischer. Das 11:8, der 4. Punkt in Folge, die Verunsicherung der Anfangsphase abgelegt. Die Gangart von Berlins Volleyballteam Nummer 1 jetzt auch auf der internationalen Bühne souveräner und wie hier dank Pablo Bengolea mit durchschlagenderem Erfolg. 17:13 die Führung, die bis zum Satzball bei 24:16 ausgebaut wurde. Und den Haken hinter den letztlich doch guten ersten Durchgang machte exemplarisch der aufmerksame Block von Bengolea und Galandi. Die BR-Volleys nach einem 25:16 mit 1:0 vorn. Der zweite Durchgang zunächst wieder ein Hin und Her für die Zuschauer. Famagusta begann wieder konzentriert auf Augenhöhe. Das 7:6 aus Berliner Sicht. Die ersten beiden Sätze müssen wir souveräner anfangen und dann geht es hier noch schneller über die Bühne. Denn es waren tatsächlich nur die Anfangsphasen der ersten beiden Durchgänge, in denen die Zyprer den Berlinern Paroli bieten konnten. Felix Fischer brachte die BR-Volleys 10:8 in Führung und von nun an brannte nichts mehr an. Felix Fischer nun mit dem Block in einem Team, das sich in der Partie Stück für Stück steigerte, wie in der bisherigen Bundesliga-Saison. Wir haben gesehen jetzt von Düren über Bottrop hin wird das Spiel immer besser bei uns. Heute haben wir gesehen, waren wieder sehr gute viele Dinge dabei und das wird sich jetzt die nächsten 2-3 Wochen immer verbessern und dann werden wir alles gewinnen. Zumindest der weitere Verlauf gegen Anorthosis Famagusta sollte Felix Fischer schon mal recht geben. Björn Höhne zum 25:20. Die Berlin Recycling Volleys mit 2:0 in Sätzen in Führung. Im dritten Satz konnten 515 Zuschauer dann Zeuge der neu gewonnenen Breite im Berliner Kader werden. Lemedieu setzte aufs Rotationsprinzip, brachte den jungen US-Zuspieler Kavika Shoji für Skach, frischer Wind, der Impulse freisetzte, zum 6:1 durch Ricardo Galandi. Die Gäste ließen weiter nach und einer, der schon 2003 und 2004 hier Meister wurde, erschmetterte das 15:6, Alexander Spirovski. Ich habe letztes Bundesliga-Spiel gespielt, war ganz ordentlich, also in Gotha. Und jetzt kommt also wieder, also ich komme in meine alte Form. In Tritt kam der zyprische Meister dafür nicht mehr. Alexander Spirovski bestraft es konsequent zum 18:8. Bei 24:17 hatten die Berliner dann Matchball zum 3:0 im Hinspiel der ersten CEV-Cup-Runde. Der Aufschlag von Björn Höhne und der dann folgende Abschluss von Pablo Bengolea setzten den Schlusspunkt unter einen alles in allem souveränen Saisonauftakt im internationalen Geschäft. Gutes Spiel von uns, vielleicht nicht am Anfang an, aber dann, wenn das Spiel hat ein bisschen Lauf gehabt, war ganz ordentlich. Es war okay. Wichtig ist, dass wir 3:0 gewonnen haben und das ist alles. Wir können zwar besser spielen, aber am Ende, ja, wie gesagt, es war nicht in Gefahr. Ein ungefährdeter Sieg also, der nun im Rückspiel in einer Woche bestätigt werden muss. Denn nur ein Sieg auf der Mittelmeerinsel und keine knappe Niederlage reichen zum Einzug in die zweite Runde des CEV-Cups. Eigentlich dürfte nichts schiefgehen. Wir müssten das eigentlich wieder klar 3:0 gewinnen. Und wenn wir probieren, unser Bestes zu geben, dann müssten wir eigentlich 3:0 gewinnen. In Zypern ist immer ein bisschen Halligalli-Drecksau-Fest und die machen da ziemlich viel Trouble mit den Fans und so und es wird laut und stickig und rauchig und alles. Also wird es auf jeden Fall nicht einfach werden, in Zypern zu gewinnen. Wir sind auswärts, wir sind in einem fremden Land, kann man krank werden, eigentlich haben wir alle Karte für uns. Völlig neu gemischt werden die Karten dagegen im kommenden Auswärtsspiel am Dienstag in Bottrop im DVV-Pokal. Erstmal ist jetzt Bottrop dran und darauf konzentrieren wir uns jetzt. Wir haben hier
gegen Bottrop gewinnen können, aber Pokal ist Pokal, es ist ein ganz anderer Wettbewerb und wir fangen von null an. Ein Kinderspiel wird auch das nächste Heimspiel nicht werden, dafür aber ein spannendes, denn in der Bundesliga treffen die BR-Volleys am 1.11.2011 um 19.30 Uhr auf den Tabellenneunten, den CV Mitteldeutschland. Dann wieder vor großer Kulisse in der Max-Schmeling-Halle.